Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Schottland. Und ja, also die Tatsache, dass hier so viele interne Konflikte jetzt in unseren Reichen ausbrechen, interpretiere ich auch so und durchaus ein bisschen, dass David dem Dritten die Sache vielleicht aus den Händen zu gleiten droht. Zumal er auch keine großen Ambitionen hat, hier den starken Herrscher raushängen zu lassen. Nein, nein, er hat sich ja schon immer eigentlich nicht so richtig um die Dinge gekümmert. Und das könnte vielleicht gefährlich werden. Mal gucken. Eine Sache wird aber machen, oder eine Sache machen seine Berater, dass auf jeden Fall so die ganz gefährlichen Leute, um die kümmern wir uns. Und zwar hier zum Beispiel Daud der Zweite von Makuria. Der führt hier zwei Fraktionen an. Und ich denke, da wird jetzt mal unsere Hofspitzlin ihre Arbeit tun. Sie hat das ja eben auch ganz gut hingekriegt. Vor kurzem schicken wir sie nach Makurien. So, das war das. Dann eine interessante Sache. Wir haben hier in England mal wieder eine große Revolte. Also Roger von Unbekannt. Der hat mal wieder hier zu kämpfen. Und das Interessante ist, der Anführer dieser Revolte ist ein Verwandter von uns. Geoffrey der Mönch ist tatsächlich ein englisch gewordener Mürebe, der besessen ist. Aber schaut euch mal seine Eigenschaften an. Er ist bescheiden, fleißig, gemäßigt, keusch, geduldig, wohltätig, tapfer, aber besessen. Völlig verrückt, dieser Charakter eigentlich. Völlig verrückt. Bin ich ja echt mal gespannt, was das wird. König Roger hat allerdings 100% Kriegspunkte. Naja, mal sehen. So, und da wir jetzt doch eine einige Zeit so Frieden hatten, für David den Dritten erstaunlich lang, glaube ich, wird er mal ein bisschen Ausbauprogramm mal wieder befehlen, vielleicht die Bergfriede hier in seiner Gegend auszubauen. Auch das ist ja eine Frage der Gemütlichkeit. Burgstädtchen. Oh ja, das ist auch eine Frage des Geldes. Das sollten wir machen. Ross ist noch unsere direkte Domäne. Hier können wir auch den Bergfried ausbauen. Was bringt das eigentlich? Aufgebaut, Garnisonsgröße, naja. So, hier unten, da ist alles gut, aber hier machen wir nochmal das Burgstädtchen in Dingwall und Buchan, das gleiche nochmal. Kasernstelle oder Übungsplatz. Ja, machen wir Stelle. Antrittsplatz ist im Aufbau. Und hier Burgstädtchen. Okay. So weit, so gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Bin mal sehr gespannt. Oh, und jetzt ist es tatsächlich passiert. Es gab Leute, die ihn gewarnt haben. Aber er hat es nicht glauben wollen, dass sich sein Neffe gewissermaßen aufmacht, hier gegen ihn zu ziehen. Hugh, Prinz Hugh, unfassbar, 20 Jahre alt. Der Bruder des englischen Königs. Oh mein Gott, der macht sich jetzt auf, um gegen uns zu ziehen. Wie bitte? Es geht um Jerusalem? Ach so, na das ist ja noch frecher. David der Dritte muss sich mal wieder verteidigen. Muss mal wieder irgendwie eine Armee losschicken. Wir können Verbündeten rufen, den Kaiser. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn jetzt eigentlich? Wo ist denn jetzt eigentlich die Gefahr? Noch ist sie nicht sichtbar. Scheint so zumindest. Dann wird er wahrscheinlich diese Sachen noch nicht glauben, wenn hier keine Armee losgezogen ist. Tut er das möglicherweise noch als Gerücht ab? Etwas, was er sich nicht vorstellen kann. Herzog Talor von Albany. Möchte irgendjemand töten? Ich glaube, mit dem haben wir nicht viel zu tun. Allerdings scheint eine Einkerkerung. Nein, diesmal ist auch schon wieder der
und der Ersuch unterwegs. So, aber wir halten weiter Ausschau nach diesem angeblichen Abenteurer, den wir nicht kennen. Ich meinte, wir können ja mal gucken, ob es Gerüchte gibt, wo er sich aufhalten sollte. Gehen wir mal dahin. Das wird er ja wohl nicht sein. Wo ist er bitte? Hier irgendwo. Und er will von hier aus Jerusalem erobern. Wir schicken mal unser Gefolge sozusagen als Kundschafter in diese Gegend. Die unternimmt jetzt eine Reise nach England. Ah, unser Verwandter Geoffrey hat es hier wohl nicht ganz geschafft. Oh, und was haben wir hier? Das Herzogtum Alexandria ist vererbt worden an Thomas von Alexandria, der 15 ist. Der wird auch bald erwachsen, ist aber kein Mächtiger des Reiches. Schwul ist er. Na gut, mal sehen. Da kommen sie, tatsächlich. 25.000. Ist das zu glauben? Die Gerüchte stimmen. Wir müssen was tun. Es hilft nichts. Wir müssen was tun. Ist es möglicherweise zu spät? Oh Leute. Ist es so weit, dass wir den Kaiser zur Hilfe rufen müssen? Ich glaube, dafür ist er zu stolz. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es jetzt am geschicktesten? Na, wahrscheinlich hole ich lieber hier per Hand wieder. Leider kann man so nicht nach Regionen die Aushebung machen. Das wäre echt cool. Geht aber leider nicht. So, unsere eigenen Truppen. Oh. Ganz schön spät ausgehoben. Ich hoffe, die Herzöge sind hier ganz gut dabei. Wir werden uns mal erstmal ein Stück weit zurückziehen. Jetzt müssen wir die Hauptstädte der Herzöge hier drauf haben. Nee, hier ist nichts mehr zu holen. Na gut, dann gehen wir mal nach Irland. Und ich glaube, den Bretonen, den müssen wir auch noch holen. Vielleicht, ich meinte, für einen faulen König, der könnte solche Sachen ja auch wieder mit Geld regeln. Zusätzlich gewissermaßen. Ja, ich glaube, hier haben wir alle. Ist hier noch was? Ne, die haben wir da mit ausgehoben. Indem wir einfach Söldner uns kaufen. Ist doch eigentlich kein Problem, oder was? Gerade in dieser Sache eigentlich die perfekte Lösung. 1700, die schicken wir auch mal gleich rüber. Geh mal bitte hier an Bord. Und dann, na, vielleicht erstmal hier hin. So. Euch führen wir erstmal hier zusammen. Die sammeln wir erstmal komplett hier im Norden. In den Highlands gewissermaßen. 25.000. Und jetzt gucken wir mal. Also ich glaube, da werden wir Söldner anheuern. Das hilft nichts. So, Geld ist ohne Ende vorhanden. Wir können Theobald, die weiße Kompanie oder die große Kompanie Peter. Tja, wonach entscheidet man das jetzt? Oder die Kompanie von St. Georg. Tommaso. Große Kompanie. Ich finde, das klingt gut. Die werden wir anheuern. Die werden wir anheuern. Da sind sie. Sie müssen natürlich noch ein bisschen an Moral gewinnen. Und deshalb lassen wir sie auch mal in den Norden marschieren, wo wir uns allesamt sammeln. Und dann wollen wir noch mal sehen, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen. Oh Gott. David verflucht schon wieder sein Schicksal. Oh, wo ziehen die hin? Ich frage mich, wenn die Jerusalem haben wollen, warum bewegen die sich nicht dorthin? Die ziehen jetzt nach Galloway. Das ist natürlich nicht gut. Nicht, dass sie unsere armen irischen Verbündeten erwischen wollen. So, Kindheitsfokus, Beatrice. Hier ziehen wir das weiter durch mit Demut. Ein bisschen stupide Krankheit. Oh, wir müssen unsere Krankheit wieder behandeln lassen. Die Behandlung ist vorbei. Das ist in dieser Situation. Ach, jetzt kommt auch wieder alles zusammen. Natürlich. Okay, und wir sind unverheiratet. Ja, wir konnten uns aufgrund dieser Ereignisse jetzt noch nicht darum kümmern. Beziehungsweise David, der
muss ja fast jetzt hier. Erstmal muss er auf Gicht wieder behandelt werden. Dann ist ja wirklich eine Bedrohung jetzt für seinen Regierungssitz sogar da. Da hat er jetzt Besseres zu tun. So, unser Hofarzt ist es immer noch ab Michael zur Visite gekommen und bietet euch eine Behandlung gegen eure Krankheit an. Erklärt, dass er euch unterschiedliche Behandlungsmethoden anbieten kann. So, wir wissen, er hat das das letzte Mal gut gemacht. Deswegen, solange ihr wisst, was ihr tut, stört uns, wollen wir das gar nicht so genau wissen, sage ich jetzt mal so. Okay, Abt Michael brachte einen quakenden Eimer in eure Gemächer und wies euch an, den Oberkörper freizumachen. Dann griff er sich eine Kröte aus dem Eimer, weidete sie geschwind aus und legte die noch immer zuckende Krötenleiche auf eure Brust. Michael wiederholte diesen Vorgang so lange, bis der Eimer leer und eure Oberkörper völlig bedeckt waren. Oh mein Gott, das ist ein Mann der Kirche. Was hat der denn für Methoden? Aber wir haben erneut eine erfolgreiche Behandlung bis 1406. Erneut fühlen wir uns besser. Hervorragend. Besser gewissermaßen als vor der Krankheit. Das ist auch verrückt. So, die Armee teilt sich. 8.000 und 16.000 bleiben dort. Na, das soll uns durchaus recht sein. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um Moral zu gewinnen. Hier finden erste kleinere Schlachten statt. Warum steht die Armee da eigentlich rum? Ach so, das ist die, die wir da eingeschifft hatten. Das ist in Ordnung. Die bringen wir nochmal nach Hause. Ja, müssen ein bisschen Geduld haben. So, ist Herzog Markas der Unkeusche, hat tatsächlich noch einen Sohn geboren, Konrad. Erinnert euch vielleicht noch an den. Den haben wir, glaube ich, erpresst. So, Druckmittel, sehr schön. Gegen Daud von Makuria. Wollen wir erpressen oder bedrohen? Ich würde sagen, wir versuchen mal eine Erpressung. Ich hoffe, sie weiß jetzt, was sie tut. In dieser Situation können wir da ganz schlecht irgendwie noch eine Rebellion da unten gebrauchen. Übrigens haben wir hier schon Verlustquoten. 6,8%. Ach du Schreck. Also wir werden erstmal erpressen. So, wir müssen hier was tun. Wir bringen erstmal die Armee zusammen. Können wir da dann hin? Hier ist das Nachschublimit ausreichend in Ross. Also, das da oben, Caithness, ist kein guter Ort, sich zu treffen. Das müssen wir uns mal langsam merken. So gut sollten wir unser Land doch langsam kennen eigentlich. Vielleicht, die sind ja sowieso jetzt irgendwie da im Süden hängen geblieben. Wir treffen uns in Moray. So. Schande über eure Sippe und euren Namen. Euer Anliegen sei euch bewilligt. Sorgt aber dafür, dass kein Dritter von dem, was ihr in Erfahrung gebracht habt, erfährt. Sehr schön. Das hat doch hervorragend geklappt. Seine Meinung verschlechtert sich, aber diese Fraktionen sollten jetzt beendet sein. Hervorragend, das sieht auch wieder ganz gut aus. Also die Feinde, die haben wir ganz gut in den Griff bekommen. So, jetzt kommt langsam die Großarmee. Oh Gott, was für eine Verlustquote dort auch? Hatte ich nicht eben gesehen, dass das okay ist? Nee. Wir müssen uns dann wohl noch aufteilen in zwei Armeen, ist ja erbärmlich. Also so geht es auf keinen Fall. Na, dann hilft das nichts. Wir werden sie mal ganz knallhart einfach halbieren. Und die andere Hälfte, obwohl, die können wir dann stehen lassen. Und die andere Hälfte lassen wir da auch stehen. Dann müssen wir hier irgendwie zweigleisig vorgehen. So klappt es erstmal mit 20.000. Gut, dann machen wir das so. Okay, dann werden wir jetzt hier mal uns ein bisschen um unsere Befehlshaber kümmern. Wir haben, das ist unser bester Mann, glaube ich. Wir haben noch Henry. Verfolgung, Verteidigungsmoral, Kampf in der Wüste. Goro, Kampf in der Steppe, Ebene, Ackerland. Heinrich. Ja, ich denke, das sind schon super Leute, die wir da gewählt haben. Wir können, glaube ich, hier mutig voranziehen. Und mit denen einfach mal direkt hinterher. So, was machen wir mit der irischen Armee? Ich würde sagen, erstmal gar nichts. Nicht, dass sie da noch aufgerieben wird. So, wir sind jetzt da mit 16.000 Mann. Wir könnten eigentlich jetzt noch hier hinziehen.
mit denen dann dort und dann von zwei Provinzen aus angreifen. Das ist vielleicht ein ganz guter Plan. Und die irische Armee behalten wir immer so ein bisschen in der Hinterhand. Mal schauen. So, da stehen wir jetzt. Ich würde sagen, wir starten jetzt den Angriff. Ich hoffe, wir kommen in etwa gleich an. 7. März, 6. März, das passt ganz gut. Gleich gegen die größte Armee. Kriegen natürlich hier einen Malus wegen Flussüberschreitung, aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden. So, da kommt es zur großen Schlacht von Dunragat. Mit unseren guten Anführern. Mein Kommandantenherzog Fiatcho wurde der Weg abgeschnitten und er wurde vom Feind auf dem Schlachtfeld erschlagen. Er kämpfte tapfer. Oh, Fiatcho die Spinne. Die hat uns auch mal ein paar Probleme gemacht, aber der ist nun tot. Ich weiß gar nicht, warum ist seine Frau denn eingeknastet? Ach so, das war hier unten so ein Konflikt. Da hat er, glaube ich, irgendwas verloren. Naja, jetzt hat er sein Leben sogar verloren. Aber er kämpfte nochmal tapfer an unserer Seite. Hervorragend. Wir schauen weiter zu bei dieser großen Schlacht. Das andere Heer von Hugh, das kümmert sich gar nicht darum. Was ist hier los? Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir fordern, dass ihr eure Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Beruf zu den Waffen gegen König Arnfast des Schwedischen Reiches. Und Walram der reichsrömischen Revolte. Oh, der hat Ärger. Dies zu verweigern würde uns 6.386 Prestige kosten. Ist ja unfassbar. Ja, genau die Hälfte unseres Prestiges. Das wird also wirklich teuer. Der dritte reichsrömisch-schwedische Embargo-Krieg. Ja, wir akzeptieren das natürlich. Selbstverständlich, unserem treuen Verbündeten helfen wir da immer aus der Klemme. Auch er hat uns ja schon geholfen. So. Die erste Schlacht war erstmal sehr, sehr, sehr erfolgreich. Was sind denn das jetzt für drei Kriege? Der hat uns jetzt echt in drei Kriege reingerufen. Also in zwei andere reingerufen. Oh Mann. Oh Mann. So. Wir ziehen direkt weiter. Gegen diese Armee hier. Naja, da haben wir schon 42%. Den Söldnern sei Dank. Überhaupt kein Problem. Vielleicht können wir hier parallel dazu... Ach, wir haben keinen Anführer mehr. Hier unten vorgehen können wir trotzdem machen. Das sollte auch ohne Anführer möglich sein. Oh, Beatrice ist gestorben. Mit Schaum vor dem Mund im Alter von 12. Eine unserer Bastardtöchter. Wir haben Gefangenen gemacht. Okay. Und sind bei 70%. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen einfach nur noch ein paar Schlachten weiter so gewinnen. Können wir die Armee auch mal aufteilen? Wo geht der denn jetzt hin? Nach Galloway? Da gehen wir dann auch hin. Aber er bricht das Ganze ab. Ich möchte mal hier eine auswählen. Wir gehen hier rüber. Aber vorher kommt es hier schon zu der Schlacht, wo wir keine Anführer dabei haben. Aber auch der Gegner hat da, glaube ich, nichts stehen. So, auch hier ist der Sieg unser. Wir sind bei 96%. Es braucht nicht mehr viel. Ich weiß bloß gar nicht, wo sind die hingeflogen? Flohen? Geflogen sind die wahrscheinlich nicht. Vermutlich in englisches Gebiet. Ja, wohin auch sonst. Ist doch klar. Ich meine, der Kaiser ist hier doch gegen Arnfast schon sehr weit mit 87%. Vermutlich hat er uns geholt, weil er Probleme hat mit der Revolte hier. Von Walram dem Frommen. So, jetzt sind wir in der letzten Schlacht. Ich vermute, das wird es gewesen sein. Da kommt zwar nochmal 5000, aber der Sieg ist unser in der Tat. Und Hugh. Tja, da werden wir unsere Forderung erzwingen. Was passiert? Er wird eingekerkert. Und wir erhalten Prestige. So, da haben wir also einen neuen Kerkerinsassen. Das ist erstmal geschafft wieder. Aber ich muss sagen, ich glaube, unser König ist ein bisschen sauer hier auf König Roger, dass er das hier so hat. Das muss doch mit seinem Wissen geschehen sein. Aber erstmal, erstmal ist es wieder so weit, dass wir dem Kaiser diesmal helfen müssen.
Ich denke, wir werden da auch mit einer Streitmacht hinziehen. Ist alles ein bisschen diffus, wie es aussieht. Hier ist eine große Armee von 10.000. Hier sind auch nochmal so 8.000. Und vermutlich ist der Kaiser, ja, der ist in Schweden. Da muss er erstmal Frieden schließen. Aber ich denke, das ist eine machbare Angelegenheit, wie mir scheint. Nun gut. Also Leute, die Staffel ist erstmal zu Ende. David der Dritte macht überhaupt keine Anstalten abzutreten. Trotz Gicht, nein, sein guter Arzt hält ihn immer weiter fit. Und die Erinnerung an eine alte Liebe. Und jetzt müssen wir uns aber wirklich nochmal um eine neue Gattin kümmern. Jetzt, nachdem diese akute Bedrohung vorbei ist. Er wird zwar eine Armee ins Reich schicken, aber das ficht ihn, glaube ich, nicht ein. Gleichzeitig hier noch nach einer, ja, vielleicht. Oh, warte mal, was sehe ich hier gerade? 27.000. Uiuiuiui. Jetzt verstehe ich auch, warum er uns reingerufen hat. Okay. Wird vielleicht doch noch ein bisschen spannend. Aber wir werden nicht unsere Söldner dahin schicken, sondern. Obwohl, eigentlich könnte man die Sache doch auch gut durch Söldner erledigen, ne? Dort im Reich kämpfen? Warum sollten wir Schotten dahin schicken? Naja, das überlegen wir uns nochmal genau. Es geht auf jeden Fall weiter. Es bleibt spannend. Einiges. Er wird, glaube ich, noch einiges erleben, habe ich so das Gefühl, David. 52. Und so viele Regierungsjahre. Also, 14.2 haben wir es auch. Hatte ich gar nicht gewürdigt, die Jahrhundertwende. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis zur nächsten Staffel. Macht's gut, euer Steinbein.